Also die Autoren und Autorinnen, die wir aufführen, kommen geografisch erstmal von der ganzen Welt tatsächlich. Wir wollen möglichst international aufgestellt sein. Die Frage ist wahrscheinlich eher, wie finden wir diese? Der einfachste und herkömmlichste Weg ist tatsächlich über Verlage, über Theaterverlage und unsere Kontakte dort, die uns dann anrufen und sagen, ach Mensch, jetzt habe ich aber wieder ein ganz tolles Stück von einer deutschen Autorin oder von einem schottischen Autor. Ich schicke euch das mal rüber, lest mal und sagt, was ihr davon haltet. Oder wir durchforsten das neue Verlagsprogramm und finden interessante Stoffe, die uns interessieren. Dann bestellen wir das und lesen das. Und wenn es uns allen gefällt, dann bringen wir das zur Aufführung. Es gibt natürlich noch ein bisschen andere Wege. Manchmal ist man befreundet mit Autoren und Autorinnen. Oder auch, was ich manchmal ganz gerne mache, ist, dass ich auf Social Media auch gucke, was ist gerade in England, in New York, sonst wo auf der Welt los. Was gibt es da für interessante Stücke? Und dann schreibe ich manchmal die Autorinnen und Autoren direkt an oder versuche da über Agenten weiterzukommen. Und so finden wir dann ein hoffentlich gutes und interessantes Programm. Die Zusammenarbeit ist ganz unterschiedlich. Wenn wir das Stück zum Beispiel über einen Verlag finden, dann ist das an sich ja schon abgeschlossen und wir dürfen es zur Aufführung bringen. Da setzen wir uns natürlich auch gerne in Kontakt, wenn es einfach mal ist für Hintergrundinfos oder für ein Interview. Und natürlich laden wir Sie auch immer sehr gern zu unserer Premiere ein. Und wenn Sie können, dann kommen Sie auch immer sehr gerne. Wenn es aber zum Beispiel ein Auftragsstück ist, also dass wir als Theater sagen, wir beauftragen die Autorin XY, dass sie uns ein Stück schreibt, dann ist das natürlich eine ganz andere Zusammenarbeit, weil das Stück gemeinsam im Idealfall gemeinsam entsteht. Und auch der Probenprozess noch begleitet wird und man wirklich gemeinsam versucht, an den Thematiken zu schrauben. Manchmal merkt man auf den Proben, da kriegen wir die Kurve nicht ganz, dann müssen wir vielleicht in eine andere Richtung gehen, dann überlegt man nochmal gemeinsam. Also das ist dann sehr intensiv. Und oft ist es dann so, dass sich danach auch vielleicht eine weitere Zusammenarbeit entwickelt und man in Kontakt bleibt.